Dodo und ich sitzen gerade bei AIDA in Rostock und warten. Und warten. Und warten. Nämlich auf Björn von der AIDA-Jury. Die Jury sucht aus euren Zeichnungen die drei Gewinner aus. Ihr habt so toll gemalt. 6000 Bilder, fast bis zum Mond so viele. Das kann dauern. Ah, da kommt er ja endlich. Na Björn, wie sieht's aus? Sehr gut. Wir haben es geschafft, aus den vielen Einsendungen, die extrem witzig und lustig waren, drei Gewinner festzulegen. Und ich habe heute einen Spezialauftrag für dich und Dodo. Ich habe hier den Umschlag mit den drei Gewinnern und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du die Kinder besuchst und ihnen die frohe Botschaft überbringst. Alles klar. Dodo und ich gehen auf Tour. So eine Gewinnertournee ist ganz schön anstrengend. Wir brauchen erstmal eine Pause. Hier, Dodo. Zuerst waren wir bei Jakob im Walkersheim. Der ist sehr lustig und fast hinten übergekippt, als wir ihn in der Kette überrascht haben. Jakob hatte ja keine Ahnung, dass seine Krakela den zweiten Platz gewonnen hat. Krakela fetzt total. Die mag am liebsten Hähnchenkeulen und Spätzle. Und dann waren wir bei Ella aus Neuses. Sie hat ein lustiges Bild von Nelly gemacht. Die ist so süß. Sie fliegt am liebsten durch die Welt und hängt mit ihren Freunden ab. Ella hat es auf den dritten Platz geschafft. Voll toll. Los, Dodo, wir schauen nach, wer gewonnen hat. Ladies and Gentlemen, das ist Zottel, der neue Freund von unseren AIDA-Clubbies. Ihn hat Annalena aus Magdeburg gemacht und damit den Hauptpreis gewonnen. Eine Reise mit AIDA prima und ihr Zottel wird zum echten Kuscheltier. Herzlichen Glückwunsch. Los, Dodo, auf nach Magdeburg! Puh, wir sind so aufgeregt. Annalena weiß ja noch gar nicht, dass ihr Bild gewonnen hat. Ihre Eltern haben zum Glück nichts verraten. Hallo Annalena, dein Zottel hat gewonnen und ab Weihnachten gibt es dein Kuscheltier auf allen AIDA-Schiffen. Herzlichen Glückwunsch. Zottel ist Art Monster. Er isst gerne, er möchte immer gerne gekitzelt werden. Ich freue mich auf die Reise mit der AIDA Prima. Annalena ist voll glücklich. Sie darf jetzt mit ihrer Familie Urlaub auf AIDA Prima machen. Und ihren Zottel gibt es ab Dezember an Bord von AIDA und in Online-Shop zu kaufen. Mega toll! Für jeden verkauften Zottel werden 5 Euro an den Verein SOS Kinderdorf gespendet. Bis dahin müssen viele Zottels genäht werden.